Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und auch einem wichtigen Thema. Es geht um Kinderrechte. Eine Zuschauerin hat mir geschrieben und zwar folgendes. Hallo Silke, meine Frage an dich von Mutter zu Mutter. Hast du von den Kinderrechten gehört, die der Bundestag in das Grundgesetz einfügen möchte? Es wird als vorteilhaft dargestellt. Leider bedeutet das auf lange Sicht einen großen Einschnitt für uns Eltern, besonders alternative Eltern wie dir. Mich wundert, dass es noch keine Videos von dieser Sparte aus gibt, denn in Norwegen gilt dieses Gesetz schon und Kinder werden aus Familien gerissen, weil Eltern die Kinder im Familienbett schlafen lassen oder nach Bedarf stillen etc. Im Endeffekt bedeutet es, dass der Staat entscheiden kann, welche Religion die richtige ist, wann und wie die Kinder aufgeklärt werden sollen, dass impfkritische Eltern das Kindeswohl gefährden und alternative Behandlungen etc. dazu führen, dass die Kinder weggenommen werden können. Mich haben noch zwei andere Mails zu diesem Thema erreicht und auch die Bitte, ob ich etwas zu dieser Thematik machen könnte. Ich beschäftige mich ja schon länger mit dem System, in dem wir leben, etwas kritischer und tiefgründiger. Und deswegen bin ich auch, was die Kinderrechte angeht, etwas kritisch, wenn die jetzt mit ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. Es gab ja in der Vergangenheit schon mehrmals den Vorschlag bzw. den Versuch, Kinderrechte explizit mit ins Grundgesetz aufzunehmen. Ich glaube, das war 2012 oder 2013, ich glaube von den Grünen und den Linken, wurde der Vorschlag gebracht. Damals wurden diese Vorschläge bzw. dieser Vorschlag abgelehnt. Es gab dann auch ein Gutachten und das besagte, dass man das besser nicht ins Grundgesetz einfügen sollte, weil die Elternrechte ausgehebelt werden könnten. Also damals war es nicht gut, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Warum ist es dann jetzt gut? Gerade für Eltern, die alternativ leben, die Familienbett praktizieren, bedürfnisorientiertes Stillen, generell das bedürfnisorientierte Begleiten, könnte man sich schon die Frage stellen, wie das dann in Zukunft werden könnte. Kürzlich habe ich ein Video hochgeladen, ein Update zu unserer alternativen Zahnpflege. In diesem Video habe ich berichtet, dass meine Kinder in ihrem Leben noch nie fluoridhaltige Zahnpasta verwendet haben. Also wenn ich sage noch nie, meine ich in meinem Haushalt. Also ich habe noch nie so eine Zahnpasta gekauft. Sie haben auch noch nie Fluoridlack auf ihre Zähne beim Zahnarzt aufgetragen bekommen. Meine Kinder werden bald 15 und 11 Jahre alt und sie haben gesunde Zähne. Sie sind kariesfrei. Es könnte ja jetzt sein, nachdem die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden, dass der Staat nun beschließt, für das Kindeswohl ist es wichtig, dass alle Kinder mit fluoridhaltiger Zahnpasta die Zähne putzen oder dass sie regelmäßig diese Fluoridlacke auf die Zähne geputzt bekommen. Wenn Eltern sich dagegen wehren, sich weigern, dann könnte es sein, dass da drastische Maßnahmen ergriffen werden oder dass eben so diese Bepinselung zwangsweise durchgeführt wird und dass die Eltern da weniger Mitspracherecht haben. Man weiß ja nie, wo das hinführt. Gerade wenn man eine bisschen alternative Lebensweise lebt, dann könnte es eventuell schwierig werden und es könnte zu Komplikationen kommen. Es könnte auch Probleme geben, wenn die Kinder alternativ ernährt werden als die Masse, eben pflanzenbasiert, viel Rohkost oder Wildkräuter oder Sprossen, was vielleicht von der Masse als befremdlich angesehen wird, aber für das Kind individuell wirklich eine gute Entscheidung sein könnte. Denn jedes Kind ist individuell, deswegen liebe ich auch dieses bedürfnisorientierte Begleiten meiner Kinder und schaue, dass ich immer ihren Bedürfnissen gerecht werde. Und ich möchte nicht, dass der Staat eingreift und mir vorschreibt, was für meine Kinder gut ist. Es gibt einen tollen Blogbeitrag vom René Gräber, das ist ein Heilpraktiker, von dem habe ich schon letztes Jahr einen Artikel vorgelesen, sehr interessant zu 5G. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Und der René hat kürzlich auch einen Artikel zum Thema Kinderrechte veröffentlicht. Kinderrechte sollen ins Grundgesetz, hört sich gut an, aber ich habe erhebliche Zweifel. Ich verlinke euch die Seite vom René unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Hat hier einen tollen Blog mit interessanten Themen, wie gesagt, zu den Kinderrechten hat er erst kürzlich einen Blogartikel veröffentlicht. Dann gibt es zum Beispiel noch die Themen Jährlich grüßt die Katastrophe resistente Keime und Antibiotika im Geflügelfleisch, auch ein sehr interessantes Thema. Oder Fast vergessen, die Schweinegrippeimpfung im Jahr 2009
Kanzlerin und Minister erhielten Impfstoffe ohne Wirkverstärker. Also das ist wirklich auch ein sehr, sehr interessanter Artikel. Auf alle Fälle lesenswert. Oder auch Nanoteilchen, der synthetische Feinstaub, der jede Zelle durchdringen kann. Dann haben wir noch Mir spahnt Übles, Spahn will Daten aller Kassenpatienten ohne Einwilligung für Forschung freigeben. Oder Das Grauen hat einen Namen, Chipimplantate. Die grüne Jugendpartei Die Grünen spricht sich klar gegen Homöopathie aus. Wie Radiologen abkassieren, Einkauf 800 Euro abgerechnet, 3.900 Euro. Also ihr seht auf alle Fälle spannende Themen rund um die Gesundheit. Und heute möchte ich euch den aktuellen Blogbeitrag vom René vorlesen. Ich habe das auch mit ihm abgesprochen. Ich darf das für meinen Kanal vorlesen. Kinder sollen spezifische Kinderrechte bekommen. Und diese Rechte sollen in das Grundgesetz geschrieben werden. Das Bundesjustizministerium hat dazu ein Gesetz entworfen. Im Artikel 6 des Grundgesetzes soll ein neuer Absatz 1a eingefügt werden. Kinderrechte, das hört sich erstmal gut an. Aber was soll das jetzt im Einzelnen bedeuten? Heißt das, dass die Kinder in der Bundesrepublik Deutschland rechtlose Zeitgenossen sind? Ist das Fehlen eines spezifisch formulierten Kinderrechts verantwortlich für Probleme in diesem Bereich? Hat es nie eine Art Kinderrecht für deutsche Kinder gegeben? Und welche Probleme soll das neue Kinderrecht lösen? Fragen über Fragen. Und das, was sich da ganz vernünftig anhört, könnte die Hintertür für Maßnahmen sein, die mit Kinderrechten nichts gemeinsam haben. Und ja, ich meine auch solche Sachen wie den Impfzwang, was das Beitragsbild hier oben erklärt. Doch eins nach dem anderen. Kein Kinderrecht und die Rechte der Kinder. Es scheint in der Tat der Fall zu sein, dass es keine explizit deutsche Kinderrechte zu geben scheint. Dennoch gibt es im Grundgesetz eine Reihe von Passagen, die sich explizit auf das beziehen, was man durchaus als Kinderrecht bezeichnen kann. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Warum ist dies so wichtig? Weil hier die natürliche Beziehung von Eltern und Kindern als eine vom Staat geschützte Institution anerkannt wird. Das bürgerliche Gesetzbuch enthält ebenfalls Vorschriften, die sich auf Erziehung und Umgang mit Kindern beziehen. § 1631 Absatz 2 BGB. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Auch wenn es kein explizites deutsches Kinderrecht zu geben scheint, schweben die Rechte der Kinder in Deutschland keinenfalls in einem luftleeren Raum. Zumindest aus rechtlicher Sicht gesehen. Denn Kinderrechte sind weltweit in der UN-Kinderrechtskonvention definiert und festgeschrieben. Diese Konvention wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und unter anderem von Deutschland unterschrieben. Daraus sollte man folgern dürfen, dass diese Kinderrechte, die hier definiert werden, in unserem Land als verbindlich anzusehen sind. Warum sollen Kinderrechte ins Grundgesetz? Die deutsche Webseite der UNICEF kam im Oktober 2019 zu dem Schluss, dass zahlreiche Kinderrechte in Deutschland verletzt werden. Welche Rechte wären das? Kinderarmut, ungleiche Bildungschancen und die Erfahrung von Diskriminierung auf die Lebenssituation und das Wohlbefinden. Und weil so viel Unrecht in Deutschland passiert, ist man bei der UNICEF der Überzeugung, dass die Durchsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in deutschen Land nur mit Hilfe einer gesonderten rechtlichen Verankerung durchführbar ist. Und das ist die explizite bzw. zusätzliche Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Dieses Kinderrecht muss natürlich mit den Anforderungen der Kinderkonvention synchronisiert sein. Man hält hier das Gegenargument, dass die Rechte der Kinder über die UN-Kinderkonvention und die bestehenden Formulierungen im Grundgesetz und bürgerlichen Gesetzbuch ausreichend abgedeckt seien, für falsch. Als schlagendes Gegenbeispiel wird hier genannt, dass Kinder kein Wahlrecht hätten. Dieses Gegenargument ist mir dann unverständlich, denn auch mit der geplanten Einführung der Kinderrechte ins Grundgesetz wird es kein Wahlrecht für Kinder geben. Oder etwa doch? Und auch eine eigens für Kinderrechte eingerichtete Webseite, kinderrechte.de,
wirft sich mächtig ins Zeug, um Kinderrechte im Grundgesetz der Bevölkerung schmackhaft zu machen. Die hier vorgebrachten Argumente für eine zusätzliche Aufnahme enthalten genau die Kritikpunkte, die die Gegner dieser Aktion vorwerfen. Es wird mit schönen Worten über den Vorrang des Kindeswohls argumentiert. Was folgt, das ist die angeblich stärkere Verantwortung von Staat und Eltern, die hierdurch gewährleistet sein sollen. Also nicht nur die Eltern, sondern jetzt auch noch der Staat? Wer hat mehr zu sagen bei meinem Kind? Ich als Elternteil oder der Staat? Dann soll der Staat stärker in die Pflicht genommen werden. Ist das die Beantwortung der Frage, wer in meiner Familie mehr zu sagen hat, wenn es um das Wohl meiner Kinder geht? Ich kann mir gut vorstellen, dass mit der Einführung der Impfpflicht eine Dominanz staatlicher Befugnisse in der Familie besonders günstig ist. Denn wenn störrische Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, dann darf der Staat dies als Vernachlässigung des Kindeswohls werten und dementsprechend rechtliche Maßnahmen ergreifen. Und die Eltern können einfach nur noch zuschauen, wie der Staat das Wohl der Kinder an selbigen notfalls auch gegen sie und deren Eltern durchsetzt. Eben, weil ein solches zusätzliches Gesetz danach riecht, dass hier mehr Staat in die Familie eingeschleust werden soll, erklärt die Webseite selbstverständlich, dass mit einem solchen Gesetz Rechte und Pflichten der Eltern geklärt werden. Da stellt sich die Frage, war dies vorher nicht der Fall? Brauchen wir jetzt einen solchen Gesetzeszusatz, weil keiner der Eltern in Deutschland weiß, was sie mit ihrer Nachkommenschaft anfangen soll? Sind also Kinder das Resultat von Unglücksfällen, die es vom Staat jetzt zu regeln gilt? Nein, die Änderung des Grundgesetzes soll angeblich die im Artikel 6 verankerten Befugnisse der Eltern gegenüber ihren Kindern sichern, als wenn die Erziehung von Kindern eine Frage von Befugnissen wäre. Ist jedoch die Kindererziehung eine Frage von Befugnissen, dann ist es ja wieder einmal der Staat, der hier bestimmt, wer wann, wie viel befugt ist und wer wann, welche Befugnisse ausüben darf. Kurz, der Einzige mit Befugnissen ist der Staat, der bestimmt, wie viel Befugnisse die Eltern über ihre Kinder erhalten. Bei so viel Kauderwelsch, da hier verzapft wird, fragt man sich, ob die Autoren selber Kinder haben. Wenn ja, frage ich mich, ob diese Leute morgens beim Frühstück sich Gedanken machen, welche Befugnisse sie heute gegenüber ihren Kindern ausüben wollen, müssen, dürfen. Die Petition gegen den neuen Gesetzentwurf. Wie nicht anderes zu erwarten, gibt es gegen dieses Ansinnen die entsprechende Opposition. Es scheinen Juristen mit CDU-Nähe zu sein, die diese Sache mit den Kinderrechten im Grundgesetz kippen wollen. Ihre Argumentation läuft darauf hinaus, dass nach Auffassung der Juristen über die UN-Kinderkonvention und dem Grundgesetz etc. die Kinderrechte und die Rechte der Kinder voll und ganz abgedeckt sind. Eine zusätzliche Verankerung von gesonderten Kinderrechten im Grundgesetz dient nach Auffassung der Juristen nur dazu, gerade das Gegenteil dessen zu erreichen, was man zu erreichen vorgibt. Und das ist in erster Linie die Schaffung eines Schlupflochs für den Staat, hier mehr Handlungsspielraum bei Eingriffen in Sachen Familie, Bildung etc. zu schaffen. Die Petition gibt hier einige Beispiele, die dann möglich sein werden bzw. könnten. Die Kette denkbarer Beispiele ist lang. Exemplarisch könnte, gestützt auf ein kindliches Recht auf Bildung, etwa einer staatlichen Kindergartenpflicht oder gar einer Krippenpflicht, der verfassungsrechtliche Weg gebahnt werden. Auch denkbar wäre eine Einschränkung der freien Therapiewahl der Eltern für ihre Kinder. Da wären wir wieder bei unserer Impfpflicht als einem weiteren und in diesem Fall sogar aktuelleren Beispiel, welches von einer solchen zusätzlichen Veranstaltung profitieren wird. Da geht es schon nicht mehr um die freie Therapiewahl, sondern um die Unmöglichkeit, diese Form der Therapie für sich und seine Kinder abzulehnen. Und das alles erfolgt dann unter dem Banner von Kinderrechten im Grundgesetz. Ist es Zufall, dass Impfpflicht und die zusätzliche Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz so zeitnah durchgeboxt werden? Ist der Politik klar geworden, dass eine einfache Einführung der Impfpflicht nicht ausreicht, um das Recht der Eltern auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung beschneiden zu können? Könnte es sein, dass diese Sache mit den Kinderrechten nicht nur der reibungslosen Durchsetzung der Impfpflicht dient, sondern, wie von den christdemokratischen Juristen bereits vermutet, mehr staatliche Präsenz in allen Bereichen der Gesellschaft garantieren soll? Wenn dem so ist, dann dürfen wir bald über totalitäre Systeme keine Stäbe mehr brechen. Denn wenn die Selbstbestimmung der Mitglieder der Gesellschaft von der Zustimmung des Staates abhängig wird, dann handelt es sich nur noch um staatliche Fremdbestimmung, die uns als Selbstbestimmung verkauft wird
oder aber als zuckersüßer Überguss eines Rechts, wo doch jeder zustimmen muss? Oder glauben Sie nicht, dass Kinder auch Rechte haben? Soweit die rhetorische Frage. Denn weil Sie sicherlich zu der Frage Ja sagen, ob Kinder Rechte haben, müssen Sie natürlich diesem ganzen Vorgehen zustimmen. Und damit hat man sie, wo man sie haben will. Fazit: Die Regierung will ein Kinderrecht im Grundgesetz verankern, obwohl das Grundgesetz keinen Anlass gibt, die Rechte von Kindern in Frage zu stellen. Ich bin da sehr skeptisch und werde die Petition dazu mitzeichnen. Hier verlinkt der Autor die Petition, die findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Warum will man diesen unnötigen Zusatz, diesen zusätzlichen Aufwand? Ich vermute, dass hier über einen Vorwand andere Kernfragen in Angriff genommen werden sollen. Vermutlich soll der Einfluss der Eltern auf familiäre Fragen und Entscheidungen zugunsten staatlicher Entscheidungen eingeschränkt werden. Die Impfpflicht wäre zum Beispiel die erste gesetzliche Maßnahme, die von so einer Änderung profitieren würde. Auch die zeitgleiche Behandlung dieser beiden Komplexe spricht für diese Annahme. Fazit vom Fazit: Die Beschneidung von Grundrechten scheint jetzt in ein neues Stadium zu treten, in dem diese Beschneidung jetzt durch das Grundgesetz gewährleistet werden soll. Selbstverständlich wird auch dies uns als Vorteil aufgetischt. Ja, es ist ein Vorteil. Aber für wen? Hier seht ihr die Petition. Die Mitzeichnungsfrist ist der 5.3.2020, also in ein paar Tagen. Und es sollten mindestens 50.000 Unterzeichner sein. Ihr seht, hier haben knapp 60.000 Menschen unterzeichnet. Also ist erstmal das Ziel erreicht. Es haben genügend Mitzeichner unterzeichnet, die dagegen sind, dass die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Ich habe die Petition Ende Februar auch schon unterschrieben, allerdings frage ich mich, ob solche Petitionen wirklich etwas bringen generell. Und vielleicht kann mir jemand sagen, ob es auch schon Petitionen gab, die wirklich etwas bewirkt haben. Ich habe da jetzt noch nicht tiefer recherchiert, dann könnt ihr mir das gerne auch in den Kommentarbereich schreiben. Ich habe so das Gefühl, hier werden auch nur die Symptome so ein bisschen behandelt, aber der wirklichen Ursache des Übels wird gar nicht auf den Grund gegangen. Und da würde ich ansetzen. Unter dem Artikel gibt es auch interessante Kommentare. Da lohnt es sich auch auf alle Fälle mal reinzulesen. Da gibt es viele Stimmen, die auch glauben, dass dieses Gesetz wieder mal eine Hintertür zu mehr Staatskontrolle und Entmachtung der Eltern sein soll. Da gibt es auch die Frage: Müssen wir dann die Kinder nach staatlichen Richtlinien ernähren und erziehen? Will der Staat nur noch leicht lenkbare Konsumsklaven, die arbeiten, Fernsehen und Steuer zahlen? Zum Beispiel hier auch ein Teil eines Kommentars unter dem Artikel. Es ist scheußlich, die deutsche PR-Maschinerie läuft bestens. Kinderrechte, das klingt zu toll und viele finden das erst einmal gut. Dass unser gut austariertes Grundgesetz dafür angetastet werden soll, lässt bei mir alle Alarmglocken schrillen. Egal wie nett das klingen mag. Die Kinder, die leiden und dringend Hilfe und Schutz brauchen, können diese Hilfe und den Schutz aus rechtlicher Sicht bereits erhalten. Es fehlt nicht am Gesetz, sondern an den Mitteln und Geldern und auch daran, dass Menschen und Nachbarn wegschauen. Kein Gesetz der Welt wird daran etwas ändern. Nur wir, alle zusammen. Noch ein sehr interessanter Kommentar von jemandem, der als junger Mensch den Einfluss des Staates kennengelernt hat, damals noch der DDR. Der Staat, wer ist es konkret? Es sind letztlich Menschen, die bestenfalls den ihnen eingeräumten Betätigungsrahmen ausschöpfen, im Eifer vielleicht auch überschreiten. Dies erstickt die Entfaltungsmöglichkeit, die der Natur und dem Menschen eigentlich gegeben ist. Im Übrigen geben die bestehenden Gesetze genügend Plattformen, Kinderinteressen durchzusetzen, aber nicht unbedingt die eines Staates. Ihr habt ja am Anfang die Nachricht einer Zuschauerin an mich gehört bzw. gelesen und sie sprach ja auch von Norwegen. Dort wurden die Kinderrechte schon eingeführt und dort sollen angeblich Kinder aus Familien gerissen werden, wenn die Familien Familienbett betreiben oder Kinder nach Bedarf stillen. Das wäre angeblich in Norwegen verboten. Auch wenn bei Kindern Karies auftritt, dann besteht der Verdacht auf Vernachlässigung oder wenn ein Kind kein eigenes Zimmer hat, dann hätte es nicht genügend Privatsphäre. Oder auch wenn ein Kind nach traditionellen Rollenmustern erzogen wird, würde man sich verdächtig machen. Die Kinder würden als S gelten, bis sie selber wissen, ob sie ein Er oder eine Sie sein wollen. Also ich kann mir das jetzt nicht wirklich vorstellen. Ich habe eine Freundin, die in Norwegen lebt, ganz im Norden von Norwegen, also in keiner Großstadt, auch nicht im Süden. Und sie meinte, sie kann das nicht bestätigen. Sie hat zwar selber keine Kinder, aber hat Freunde mit Kindern und die könnten das wohl nicht bestätigen.
Ich wollte am Schluss des Videos eben noch mal kurz darauf hinweisen, dass es eben Stimmen gibt, die sagen, seitdem die Kinderrechte in Norwegen eingeführt wurde, gibt es bedenkliche Fälle von Kindesentzug, zum Beispiel bei Familienbett oder Stillen nach Bedarf oder eben anderen Vorkommnissen, die jetzt bei uns nicht geahndet werden. Auf der anderen Seite sagt meine Freundin aus Norwegen, dass es nicht so ist. Sie hat mir auch erst gestern eine Nachricht geschrieben. Sie schrieb: Entwarnung auch von meiner Freundin, die beim norwegischen Jugendamt arbeitet. Sie kann in keinster Weise bestätigen, was nach Deutschland vermittelt wird. Sie hat selbst 4 Kinder. Also vielleicht ist es im Süden von Norwegen, in den Großstädten in Oslo anders als ganz im Norden von Norwegen. Und es ist wahrscheinlich auch von Jugendamt zu Jugendamt verschieden, beziehungsweise auch von Mitarbeitern zu Mitarbeitern. Das kennt man ja auch hier von Ämtern und Behörden, dass das manchmal wirklich an den Mitarbeitern liegt, wie gut man bestimmte Fälle eben abwickeln kann. Und ob es eben auch zu friedlichen Lösungen kommt. Kinderrechte sind ein wichtiges Thema, da sind wir uns sicherlich einig, aber ich finde, man sollte da genauer hinschauen, wenn besondere Kinderrechte im Grundgesetz verankert wird und wenn dem Staat einfach mehr Macht zugeschrieben wird. Wir wissen ja nie, wie dieses Gesetz in Zukunft ausgelegt wird, welche Unterparagraphen es noch dazu gibt. Also ich finde, dass man das auf alle Fälle differenziert betrachten sollte. Und ich freue mich natürlich auch über eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video. Unterschreibt gerne noch die Petition. Bis zum 5.3. kann noch unterschrieben werden, um einfach auch zu zeigen, da gibt es eine Menge Menschen, die damit nicht einverstanden sind. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.